Reicht? Jonas, ja, ich kann das nicht. Komm her! Komm her jetzt! Was ist denn so schwer da dran? Also. Hallo! Jo, jo Leute, was geht ab? Was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute mal mit meiner Schwester. Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute mal mit meiner Schwester. Hallo, ich bin die Vanessa. Meine Schwester hat gar keine Ahnung von Pferden und das ist auch der Grund, warum sie heute mit dabei ist. Denn sie begleitet mich heute den Tag durch den Stall und wird mir bei verschiedensten Dingen, einfach Fragen stellen, die ihr gerade im Kopf rumspielen. Egal ob beim Reiten, beim Fertigmachen oder beim Füttern, ganz egal. Weil ich glaube, das könnte für euch ganz interessant sein. Ihr wollt immer gerne ein paar Anfängervideos. Und ja, ich hoffe, das wird gut und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Let's go! Hast du dem einen Leckerli gegeben, jetzt ist vorbei. Was machst du da, Vanessa? Ich verstecke die Leckerlis. Warum muss man den eigentlich vorm Reiten putzen? Weil das Pferd dreckig ist und nicht mal mit schön aussieht, sondern weil wenn du den Sattel hier drauflegst und der ist darunter dreckig, dann schubbert das so und dann kriegt er auch eine Stelle, weißt du? Aber danach muss man den nicht mehr putzen? Also es wäre gut, wenn du trotzdem über dein Pferd drüber putzt, weil der hat ja überall Schweiß. Und wenn der Schweiß trocknet, dann kriegst du ihn richtig schwer wieder raus. Und wenn du den schon vorher so ein bisschen wegtust, dann geht das. Machst du nicht hier hoch? Jetzt bist du verewigt. Ich habe mit der Bürste jetzt schon vorgeputzt und jetzt kannst du mit der Bürste in Fellrichtung einfach so den Staub, den ich aufgewirbelt habe, wegputzen. Okay. Mein Spray nach dem Motto, mehr ist mehr. Aber du musst dazu sagen, er mag es im Gesicht eigentlich nicht so gerne. Ja, er mag es nicht, aber trotzdem muss er es eine Strähne und dann fängst du unten an und spürst es dann nach. Dann brauche ich ja Jahre in diesem Arm. Nein, das stimmt nicht. Das geht eigentlich voll schnell. Weil ich immer so viel Manspray reinklatsche, geht das voll schnell. Du musst auch nicht so vorsichtig, ne? Also du musst dem Pferd nicht weh. Wieder die fertige, ne? Ja. So. Ja. Ja, irgendwie so. Aber ihr macht das ja alle. Also ihr geht ja alle so da dran vorbei. Ja, aber das ist so, weil wir kennen unsere Pferde und wir wissen halt, dass die im Normalfall nicht treten. Und wir haben ja eigentlich auch voll die schnelle Reaktion, weil wir immer im Stall sind. Und wenn die schon nur ansatzweise das Bein nehmen, können wir schon direkt aus dem Weg gehen. Aber meistens die Anfänger, die sind so verpeilt und
sind auf alles fokussiert, aber nicht auch richtig aufs Pferd, dass das bei denen immer ein bisschen gefährlich ist. Ja. Aber bei unseren Pferden gehen wir auch unten drunter durch. Das ist einfach. Das sind so typisch Reiter, die sagen immer, mach dies nicht, mach jenes nicht und selbst machen wir einfach alles. Warum bürstet man die Haare überhaupt? Das stört doch nicht, oder? Ja, aber sonst verfilzen die ja. Und wir wollen ja, dass unsere Pferde ordentlich aussehen. Mhm. Ja. Und normalerweise haben die auch immer ein bisschen Stroh im Schweif und so, aber der Negro hat sich heute gedacht, die sind halt mal sauber. Er bleibt für Vanessa sauber. Oh. Ja, der wusste schon, was sie kann. Ja, die Haare da vorne auch. Wie heißen die Haare da vorne? Let's go! Ui. Mähne! Ja, oha, voll gut! Und wie heißt die Haare vorne am Kopf? Dieses bisschen, was da ist? Iro? Was? Hast du Iro gesagt? Das ist der Shop. Iro! Okay, warte. Und wie heißen die Haare hinten, die du gerade hast? Du ja, ich selber vorne. Okay, was haben wir vergessen? Füße. Ja, hol mal den Kratzer. Oh, da. Okay, rauskratzen, let's go. Ich soll das machen? Ja. Fängt man da irgendwo an oder ich einfach mal? Fang also bei dem Fuß an. Komm. Mikro. Guck mal, du machst das am besten bei dem so. Geh runter. Nein, geh runter. Du kannst zwischen den Beinen so hoch. Okay. Du gehst komplett runter bis zu den Fesseln und dann kannst du einen kleinen Puls an den Haaren geben und dann geht er die schon. Okay. Der hat echt schlimme Füße, also. Normalerweise sehen die Hufe von dem Pferd besser aus. Mit der Schulter an seinen... Ja genau, du musst ihm genau die Sicherheit geben, so? Dass du jetzt sein Gewicht dafür trägst. Ja. Und nur in den Furschen. Also hier das in der Mitte wird nicht ausgekratzt. Das bedeutet hier? So einfach die ganze Zeit? Ja, nee, hier. Mach mal mit der Spitze in den Furschen. So. Und dann in der anderen. Wo stinkt das? Der ist in der anderen. Das ist eklig. Okay. Ja, und jetzt kannst du mit der Bürste, kannst du nochmal alles... Das war's schon. Nee, aber mach mal mit der Bürste alles ein bisschen weg. Abnormal, wie das stinkt. Das, für mich stinkt das einfach gar nicht. So, okay. What the fuck? Hier auch? Ja. Du kannst auch ein bisschen den Hufwasser quer nehmen, dass du so das ganze Ding hast, weißt du? Und dann so... Wird's ey, schwer? Chiara, du hast mir die Kacke in die Haare geschmiert. Mit dem Putzen sind wir fertig. Jetzt flechten wir die Mähne ein. Guck mal, der hat aber nicht gut geputzt. Guck mal her, wie es hier aussieht. Das ist die Mähne, die muss gewaschen werden. Oh. Der Staub geht nicht raus. Ich glaube, sie meint runterflechten, nicht mehrere Zöpfe. Egal. Wollen wir das heute mal machen? Heute darfst du entscheiden. Hier, willst du ein Treppchen haben? Nee. Doch, nimm das. Guck mal. Und du musst fester flechten. Ja. Du flechtest ja wie ein Kind. Warte. Geh mal. Egal. 2000 Jahre später. Warte, ich mach das. Und das hier, Vanessa, das gehört auch noch dazu. Wollen wir mal aufmachen? Ja, natürlich. Zweiter Tag. Dritter Tag. Wie lange willst du brauchen? Das dauert nicht mehr lang. Ich muss nur drei Zöpfe machen. Vierter Tag. Ein Quatsch.
Seite Kopf, bitte schön. Stopp, der wird halt ein bisschen anders kreiert. Wow, schaut mal Leute, wie schön das aussieht. Habt ihr schon mal so ein schönes geflochtenes Pferd gesehen? Ich glaube nicht. Also der Negro und ich sehen das anders. Der sieht aus wie von Spirit, der eine. Welches Pferd bei Spirit hat geflochtene Haare, Vanessa? Ich suche vielleicht ein Bild. Negro? Nee, Vanessa. Wie so eine Beate sieht die. Sieht der jetzt aus, wie ein Schnitten. Das ist übrigens ein sehr modernes Frisur heutzutage. Alle tragen die so, die Männer. Die Männer. Guck mal, wie der aussieht. Hässlich. Oh nein. Okay, komm. Kannst du bitte? Ich bin nicht gut für dir, nein. Soll ich schon was machen mit dir? Ich kann es mir wirklich. Ich würde jeden schlagen, wenn er sowas mit meinem Pferd machen würde. Baby! Bandagieren. Achso, nee, ich habe gedacht, wir wickeln zusammen ein. Ich mache die jetzt einfach nach. Okay, ja, du kannst mir auch nachmachen. Guck aber, dass hier links drauf steht, also 11. Ja. Okay. Ich sag jetzt nichts, okay, du machst einfach das, was ich mache. Okay. Dann gucken wir, ob du es schaffst. Negro, bitte. Da bin ich, dass ich das mache an deinem Fuß. Der denkt sich so, what the fuck? Was macht die da? Nee, wer kann hier nicht bandagieren? Wer? Sieht es gut aus? Ja. Ja, sag ich auch. Ich bin schockiert. Das erste Mal schockiert. Also, ich sehe ja hier immer diese Delle, da weiß ich ja, wo das normalerweise alles drin ist. Und dann mache ich einfach ein Loch darunter und auf der anderen Seite dann so viel, wie zugeht. Meistens ist das dann nur in den ersten Wäschern, aber ich kann es ja danach nachgurten. Erstmal locker, weil das Pferd pustet sich am Anfang immer ein bisschen auf, weil er weiß, dass man den Sattel zumacht. Und wenn man das zu feste macht am Anfang, dann kann das halt irgendwann Satteldruck bekommen. Und Sattelzwang, dann lässt er sich nicht mehr satteln, weil er Angst hat, dass er wieder die Luft abgequetscht bekommt. Deswegen immer. Und deswegen macht man dann auch nach. Ja. Man soll jetzt auch nicht so den Gurt lassen, dass er so hin und her wackelt, aber einfach, dass der anliegt, das reicht dann schon. Und warum setzt man den Gürtel, also woher weißt du, wo man den Sattel hinsetzt? Da muss der hier so vorne sein. Ich habe immer gedacht, der kann so mittig sein. Also, nee. Weil ich habe hier ein relativ kurzes Pferd und hier hinten sind ja die Lendenwirbel. Und hier
Hier direkt hinterm Sattel, direkt hinter der letzten Rippe, sind Wirbel, die von nichts festgehalten werden, außer von Muskeln. Da darf der Sattel nicht drauf sitzen, weil du tust dem Pferd weh, weil hier hat er keine Stabilität so wirklich. Und hier darf kein Gewicht drauf kommen. Deswegen buckeln auch manche Pferde, wenn du ohne Sattel dich zu weit hinten hinsetzt. Und man muss immer gucken, wo die letzte Rippe abschließt. Und dann, ab da muss quasi dann der Sattel dann auch aufhören. Deswegen kann man auf ein zu kurzes Pferd auch keinen zu großen Reiter setzen, weil ein großer Reiter braucht einen großen Sattel oder einen längeren Sattel und das passt dann einfach nicht mehr. Ja, und normalerweise sagt man eine Handbreit von hier vorne weg, aber der rutscht gleich eh noch nach hinten. Wenn er sich bewegt, wenn er läuft, dann rutscht der Sattel mindestens mal, dass der Sattelgurt hier ist. Also immer lieber ein bisschen weiter vorne und dann ist man auch ein bisschen und weiter. Und was ganz wichtig ist. Woher weißt du, wie man die Steigbügel einstellt? Von der Länge? Also das ist ja mein Sattel. Der ist immer in meiner Länge eingestellt. Den stellt keiner um, weil nur ich reite in dem Sattel. Normalerweise sagt man auch, dass man hier oben den Zeigefinger hinlegt auf die Schnalle und dann bis unter den Arm. Und das ergibt dann halt deine Fußlänge. Normalerweise ist der hier. Aber ich habe meinen 1 bis 2 Löcher länger, weil das ist ein Dressursattel und du musst ein langes Bein im Dressursattel haben. Ja. Haben die gleiche Armlänge? Ja. Wenn du jetzt aber da drin sitzen würdest, wären die Bügel zu lang. Ja, Anfänger kann man noch nicht so ein langes Bein machen, weil du hast am Anfang ein bisschen Angst, du hast noch nicht so die Sicherheit. Da hat man immer ein bisschen kürzere Bügel, um einfach besseren Halt zu haben, sonst verlierst du die. Weißt du, wenn der anfängt zu traben und du deine Beine hochziehst und deine Bügel weg. Ja. So Leute, ich war hier gerade das Video am Schneiden und habe mir gedacht, puh, das ist ganz schön lang geworden und es sind jetzt schon über eine Viertelstunde. Deswegen habe ich mir gedacht, ich teile das Video einfach in 2 Teile auf und weiter geht's dann im nächsten Teil mit dem fertigen Satteln und Aufsteigen, Reiten, Abspritzen und so weiter und so fort. Wenn ihr Bock drauf habt, dann bleibt gerne dran, Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns im zweiten Teil wieder.